So, guten Tag miteinander. Ich mache noch schnell ein ergänzendes Video zum vorherigen. Ich habe ja gezeigt, wie man das Projekt Super League forkt und dann in Visual Studio Code zum Laufen bringt. Das heißt, die Testfälle und die Main-Methode. Vielleicht möchten Sie lieber Visual Studio.NET verwenden und ich habe hier Visual Studio .NET 2019 Community Edition eingerichtet, damit sollte es eigentlich laufen. Ich gehe davon aus, dass Sie Ihren Fork schon gemacht haben vom Repository und dass Sie hier dann diese URL sehen, HTTPS und diese kopieren. Und dann machen Sie einen Visual Studio 2019 auf und klicken rechts auf Repository klonen. Fügen dann die URL hier ein, den Pfad können Sie belassen, je nach Bedarf, und klicken dann auf Klonen. Das Ganze sollte jetzt aufgehen. Rechts erscheint jetzt das Projekt in der Projektmappe, im Projektmappen Explorer genauer gesagt. Und hier macht sie am besten einen Doppelklick auf dieses superleague.sln, also auf dieses Solution-File. Und dann wird das Projekt richtig geladen. Sie sehen hier, es werden noch einige Tasks ausgeführt im Hintergrund. Das können Sie mal abwarten. Sie sehen, jetzt werden bereits Testfälle gefunden. Ich klappe die mal alle auf. Das sind diese zwei einfachen Testfälle. Klicke hier, um alle auszuführen. Und das hat geklappt. Jetzt möchte ich noch das Hauptprogramm ausführen, also das table.cs, welches ja die Main-Methode enthält und eben welches dieses Argument verwendet. Und hier geben wir wiederum im Data-Unterverzeichnis das leak.json an, obwohl ich das hier in der Projektmappenansicht jetzt nicht mehr sehen kann. Also, ich klicke mal hier auf dieses Play-Symbol neben Super League. Schau einfach mal, was passiert. Das wird jetzt scheitern, weil dieses Array-Argument noch fehlt. Also, dann gehe ich hier wieder auf Debuggen beenden. Also, standardmäßig ist hier Debuggen aktiv. Und gehe hier auf diesen kleinen Pfeil. Super League Debug-Eigenschaften. So, und wichtig ist jetzt, ich habe hier Anwendungsargumente und gebe jetzt an dataLeak.json. Drücke Ctrl+S, um das zu speichern und drücke dann einfach nochmal hier das Play-Symbol. Jetzt konnte der Pfad nicht gefunden werden. Offenbar wird es am falschen Ort gesucht. Gut, in diesem Fall empfehle ich Ihnen, nehmen Sie einfach den absoluten Pfad. Dateieigenschaften. Oder Sie können vielleicht auch das Arbeitsverzeichnis wechseln. Gehe ich hier in mein Benutzerverzeichnis. Dann Source, Repo, Super League und nehme einfach mal das als Arbeitsverzeichnis, weil dann stimmt der relative Pfad dazu. Drücke wieder Ctrl+S zum Speichern und versuche es mal auf gut Glück. Und jetzt hat das alles funktioniert, wird ausgegeben. Alternativ können Sie einfach hier oben den absoluten Pfad nehmen, als Arbeitsverzeichnis weglassen. Dann den absoluten Pfad hier oben reinschreiben. Ja, eigentlich mit Backslash auf Windows. Mal schauen, ob das auch funktioniert. Das funktioniert auch. Also entweder Arbeitsverzeichnis und relativen Pfad angeben oder den absoluten Pfad hier oben. Funktioniert beides. So können Sie auch mit Visual Studio 2019 arbeiten. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück beim Programmieren und bis bald.